Kommen wir nun zu dem Artikel von Kevan Sufi-Siyavash, dem Potsdamer Watergate-Skandal. Ich meine, wir hatten uns ja gerade die Beiträge von Paul Brandenburg und Dieter Dehm angeschaut, nämlich der aktuelle Einschränkung der Demokratie durch immer neue Maßnahmen wie das Demokratiefördergesetz und Dieter Dehms Beitrag zum großen C. Nun ja, vor allem von Dieter Dehms Beitrag war ich diesmal kein so ein großer Fan, weil ja da doch ziemlich radikale Thesen vertreten wurden, die ich auch so nicht unterschreiben würde, habe ich ja gerade erklärt. Aber ja, kommen wir nun zu Kevan Sufi-Siyavash, zum Potsdamer Watergate-Skandal. Kevan, da du gerade so im Flow bist und die Zeit drängt, kommen wir direkt zu deiner Schlagzeile darauf hin. Du sagst oder fragst, mutiert das Geheimtreffen zum Watergate-Skandal? Ich muss dazu gar nicht mehr so viel sagen. Ich meine, sukzessive kommt ja raus, dass diese NGO, die Non-Government Organization, Korrektiv, die ja von der Regierung finanziert wird, also eine Nichtregierungsorganisation, die am Tropf der Regierung hängt, nicht des Parlaments, das ist ein großer Unterschied, dass was sie da eben von sich gegeben hat, das Geheimtreffen, war ja erstens schon kein Geheimtreffen. Die haben sich offiziell ganz öffentlich getroffen, waren private Menschen. Und dann hieß es ja, da waren 4 AfDler dabei, die sind alle gefährlich, aber da waren 5 CDUler dabei. Also muss man die CDU auch verbieten. Ist so lustig dann, wenn die CDU sagt, Demokratie gegen Rechts, da müsste Herr Merz auch weggeschlossen werden. Und jetzt kommt ja aber eben raus, dass sie sich nicht nur schon Jahre vorher immer wieder getroffen haben, sondern unmittelbar vor der Konferenz haben die sich mit Scholz getroffen, also die Geschäftsführerin. Das ist Watergate. Das heißt, man inszeniert etwas, wo man dann später auch sagt, künstlerische Freiheit, um die politische Opposition zu untergraben. Das ist Watergate. Und es wird immer mehr ein großer Skandal, aber es passiert im Moment nichts. Es gibt einige Kollegen, die da dranbleiben, also News zum Beispiel oder auch die Berliner Zeitung, finde ich super. Aber auch in anderen Blättern kann man es bereits lesen. Das heißt, diejenigen, die aufgedeckt haben, werden nicht nur direkt von der Regierung aus dem Kanzleramt gesponsert, sie treffen sich auch vorher mit denen und sagen, hey, wir haben das jetzt alles und das ist genau das Richtige. Das heißt, es ist ein abgekartetes Spiel, um die Opposition kaputt zu machen. Das ist das Antidemokratie, über was es überhaupt gibt, und das hat damals im Watergate-Skandal dazu geführt, dass der Mann, der von nichts wusste, Herr Nixon war es ja, der von Nixon wusste, dass der zurückgetreten ist. Und das muss man mal sehen, da sind wir. Und wenn du das jetzt alles zusammenpackst, was ist das dann? Das gehört ja zusammen. Man möchte keine Partei, auch wenn sie oben ist, etwas Ähnliches machen, man möchte keine Partei, die den jetzigen Kurs, und der ist auf Abräumen gedacht, in irgendeiner Weise gefährdet, sagt, das wollen wir so nicht. Wir wollen vielleicht andere neoliberale Ziele, wir wollen aber den Krieg aus dem Weg gehen, wir haben eine eigene, das will man nicht. Man möchte das, was man jetzt hat, was man beschlossen hat, auf allen Ebenen machen. Wir brauchen weniger Menschen, da gibt es mehrere Möglichkeiten, viel Impfung, und wir brauchen mehr Krieg, da verdient die Waffenindustrie, und wir brauchen keine Opposition. Und dann sorgen wir dafür, dass wir die Schlagzeilen selbst produzieren, indem wir die NGOs selbst produzieren, uns mit denen sogar abtreffen, und wenn das alles noch rauskommt, dann reden wir nicht darüber. So. Und wenn man das nicht verstanden hat, was das hier ist, dann ist man so sediert, wir werden ja auch nicht regiert werden, wir sediert, dass einem alles egal ist. Dann sind wir Netflixiert. Ja? Und das ist genau der Punkt. Ich hoffe, dass es jetzt zu einem Aufschrei kommt und man auch sagt, wie viel von dem, was wir an Inszenierung haben, ist direkt aus dem Kanzleramt gesteuert. Das ist hochkorrupt, was sich dort abspielt. Und dann bevor wir zu seinen Forderungen kommen, erstmal zur Bestandsaufnahme. Ich glaube, das ist jetzt die Schlagzeile der Woche, denn mit dieser Analyse hat er natürlich zu 100% recht. Korrektiv wird finanziert von großen oligarchischen Institutionen, auch von der Bundesregierung, und bringt dann eine Enthüllung, die eigentlich gar keine große Enthüllung war, die aber bei allen Medien zur neuen Wannsee-Konferenz, also wirklich völlig irre NS-Verharmlosung, aufgebauscht wird. Also das ist, was soll man dazu noch sagen? Das ist eine absolut widerliche Kampagne der Regierung gegen die Opposition, und da sollte sich BSW meiner Meinung nach nicht nur nicht beteiligen, sondern das sollte das BSW meiner Meinung nach klar kritisieren. Und deswegen der Analyse von Kevan ist hier, glaube ich, zuzustimmen. Treffen die sich auch noch gehen sie nicht zu den Bauern, weil die sind alle rechts, sie haben eine Deutschlandflagge, das muss man sich mal vorstellen, dann gehen sie lieber beim Spatenstich, wenn Rheinmetall, was ja BlackRock ist, eine neue Munitionsfabrik hinstellt. Und ich frage mich, nachdem es jetzt langsam durchdröselt, dass das eingetütet, abgekartet, orchestriert war, mehrfach, dass man sich sagt, wir treffen uns eben. Ich sehe mir auch die Auftritte an von den üblichen Verdächtigen beim ZDF. Wie die Recherchemethoden. Übrigens ganz lustig, Sie haben ja beim ZDF dann den einen Kollegen von Korrektiv genannt und hatte gesagt, er möge doch bitte seine Quellen nennen, das kann er nicht, Quellenschutz. Dachte ich spontan den Kollegen von Watergate oder von Selma Hirsch, der seine Quellen ja auch nicht nennt und deswegen ist auch hochverdächtig, hier wird das ins Spiel gebracht. Also wir sehen hier, dass ein Staat und die Fassade total bröckelt, total korrupt, und für mich ist das eben etwas, es müsste eigentlich dazu führen, sofort Neuwahlen, sofort Watergate hochfahren, sagen und sofort einen Untersuchungsausschuss, weil es ist jetzt offensichtlich, es ist selbst gemacht gegen die politische Opposition, das ist für mich der größte Skandal.
Danke für die 13 Bits, was auch immer das sein mag. Skandal der Nachkriegsgeschichte. Und da reden wir aber gar nicht drüber. Weil das hat die AfD ja auch recht. Und ich bin kein Freund der AfD. Mit der AfD kommt aber auch vor allem eins. Es kommt eine Aufarbeitung der Corona-Zeit. Und das wollen die natürlich auch nicht. Weil das sind ein paar Abtrünnige und die möchte ich auf jeden Fall unter Decke halten. Ich habe es letztes Mal schon prognostiziert. Wenn die weiter so abräumen, weil die sprechen dem Volk aus der Seele, ja, vielleicht optimistisch auch nicht, dann wird es Gewalttaten gegen sie geben. Irgendein Verrückter wird eine Autobombe auf X schmeißen oder den erschießen. Da wird es heißen, das sind enttäuschte AfD-Wähler, denen die AfD zu soft sein wird. Das werden wir in den nächsten Monaten erleben. Ich prognostiziere das. Das wird auch keinen Aufschrei geben. Definitiv, das ist jetzt die Schlagzeile der Woche, hatte ich ja gerade schon gesagt. Also mit der Analyse. Wie gesagt, ich halte einen Terroranschlag gegen die AfD für sehr, sehr unwahrscheinlich. Zumal, dass die AfD ja in der Öffentlichkeit eher als Opfer dastehen lassen würde und man Märtyrer produzieren würde. Also sowas will man ja als Regierung eher nicht. Also, dass man Klima schafft, wo sowas wahrscheinlicher wird, okay, hatte man ja in der Vergangenheit schon, man siehe Attentat auf Rudi Dutschke beispielsweise, dass da ein Klima geschaffen wurde, wo so ein Attentat erst möglich wurde, aber dass man das als Regierung absichtlich geschehen lässt, das halte ich doch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Vor allem, weil die AfD ja nicht eine einzelne Person ist, sondern eine große Partei, die selbst solche einzelnen Gewaltakte ja verkraften könnte und daraus eher gestärkt hervorgehen würde. Geben, glaube ich, Kevan. Nein. Der bleibt ja aus. Ja. Ja. Also, Plakate durchlaufen lässt, AfDler töten und da nicht auf die Straße. Man möge doch einfach nur AfD. Ja, wie gesagt, dass dann Klima geschaffen wird, wo sowas wahrscheinlicher wird, dass hier wirklich eine Kampagne gegen die AfD stattfindet. Also das stimmt auf jeden Fall. Und dass sich diese Kampagne gegen jede andere Opposition, also auch gegen das BSW, wenn man mit der AfD erstmal fertig ist, beziehungsweise wenn eine andere Opposition ähnlich gefährlich wie die AfD wird, das sollte uns auch klar sein. Also wir sollten, nur weil die Medien gerade gegen uns nicht so eine Kampagne fahren, uns jetzt nicht ausruhen und sagen, gut, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn das der AfD jetzt passiert, sondern wir sollten das auch kritisieren, wenn das der AfD passiert. Denn solche, wie so gesagt, solche Plakate AfDler töten, wo dann die Polizei nebenher läuft, also das ist wirklich jenseits von Demokratie zumindest. AfDler mal durch eine andere Partei oder Volksgruppe ersetzen. Nein, es reicht. Ja, aber so, das sind wir. Selbst wenn es Rechte und Rechtsextreme sind, sie haben Menschenrechte, Bürgerrechte, Anwälte verdient, wie jeder andere auch. Das ist das Wesen des Grundgesetzes. Das schließt nicht Leute rechter Gesinnung aus von dem gesamten Gebrauch aller Rechte des Grundgesetzes. Man muss die Selbstverständlichkeit gelegentlich sagen. Hast du vollkommen recht. Aber nur um das nochmal aus dem Missverständnis Knäuel rauszuholen, Kevan, es ist doch so, dass du die Leistung von Seymour Hersh und die Aufdeckung des Watergate-Skandals auf der einen Seite richtig findest und auf der anderen Seite die Parabel jetzt aus diesem Potsdamer Treffen Watergate zu machen oder Wannsee-Konferenz zu machen, für eine Farce, für eine billige Schmierenkomödie hältst. Ja, natürlich ist es eine Schmierenkomödie. Eins ist nur ganz klar, die Regierung ist dabei, die nächste Oppositionspartei, die ihnen richtig in die Suppe spucken wird, im Vorfeld abzuräumen. Das ist ja genau das. Man möchte den politischen Gegner durch eine fiese Aktion, also muss ich jetzt Watergate nicht ganz sagen, so, das ist also selbstinszeniert. Das ist ein Riesenskandal und deswegen hat der Watergate auch zu dem geführt, wozu Watergate geführt hat. Wir sehen das Bild von Nixon im Hubschrauber, wenn ihr euch erinnern wollt. Aber das wird eben nicht passieren. Kevan, ja, genau das wird nicht passieren. Ich hoffe, dass das passiert. Man möge sich vorstellen, auf dem Plakat hätte gestanden, Oppositionelle töten. Ja. Hat's aber nicht. Und wird es nicht. Und bevor wir dann noch Ärger kriegen und Zuschriften, natürlich hat nicht Seymour Hersh Watergate aufgedeckt, sondern Woodward und Bernstein waren das. Seymour Hersh hat dann andere gemacht und Nord Stream zum Beispiel. Ja. Nee, Kevan, es wird leider nicht passieren. Genau das ist ja der Punkt. Das, was an Entrüstung da war und die Selbstverständlichkeit, dass ein offen rechtsbrüchiger, antidemokratischer Präsident oder Regierungschef im Amt ist, das führt eben heute nicht mehr zur Entrüstung, weil die Medien eben reihenweise und schon gleichgeschaltet sind. Nochmal, wir haben eine Staatsquote von 49%. Schlag die Welt auf, schlag irgendein anderes Blatt auf, das Stasi-Informantenblatt Berliner Zeitung beispielsweise. Ach nein, hör doch jetzt mal auf. Dann stellst du fest, die Dinger sind staatsfinanziert, sie finanzieren sich im Wesentlichen. Berliner Zeitung ist nicht staatsfinanziert. Ja, aber wir haben keine so hohe Staatsquote, weil der Staat Zeitung finanziert. Also das ist ja jetzt auch Quatsch. Also der Staat könnte Staatsquote halbieren und der könnte sich immer noch die ganze gesamte Finanzierung von irgendwelchen gekauften, also die Finanzierung seines gesamten Medien- und Repressionsapparats wäre da immer noch locker drin. Also die Staatsquote, die ist vor allem so hoch, weil wir eine alternde Gesellschaft sind,
Zum einen also demografischer Wandel, deswegen hat die Rente, deswegen braucht es bei der Rente einen höheren Staatsanteil, deswegen muss der Staat mehr zu den Rentnern umverteilen. Und zum anderen, weil die Unternehmen Nettosparer sind, weil der Staat schlichtweg seine Ausgaben steigern muss, damit die Wirtschaft nicht schrumpft. Also das sind wirtschaftliche Entwicklungen, die haben wir jetzt nun mal, aber das liegt nicht daran, dass der Staat sich jetzt so einen großen Medienapparat leisten würde. Also wir haben auch Staaten mit deutlich geringeren Staatsquoten, siehe beispielsweise die Vereinigten Staaten, die sich einen noch größeren Propaganda- und Repressionsapparat leisten können, die sich auch ein größeres Militär und alles leisten können. Also das, ja. Die vom Kanzleramt und anderen bezahlt werden, die hängen da alle dran. Es wird diesen Medien... Na, gerade schreibt es wieder einer im Chat, wir haben eine so hohe Staatsquote wegen Korruption und Vetterwirtschaft. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Guck dir die lateinamerikanischen Länder an, die haben alle, also fast alle eine deutsche Staatsquote als Deutschland. Gibt es da weniger Korruption und Vetternwirtschaft? Also ganz ehrlich, wie gesagt, wir haben viel Korruption, wir haben viel Vetternwirtschaft, keine Frage. Aber deswegen haben wir nicht so eine hohe Staatsquote. Die haben wir aus anderen, viel fundamentaleren Gründen. Also wir könnten morgen früh eine Regierung haben, die diese irre Kriegspolitik gegenüber Russland beendet, die Steuerhinterziehung beendet, die Korruption beendet, die dafür sorgt, dass Steuergeld nur noch sinnvoll, das Staatsgeld nur noch sinnvoll ausgegeben wird und wir hätten trotzdem weiter einen Staat, der sich verschulden müsste. Einfach weil die Unternehmen Nettosparer sind. Also nur weil du eine moralisch integere Regierung hast, die kein Geld in irgendwelche korrupten Kanäle versickern lässt, heißt das nicht, dass plötzlich die Staatsquote schrumpfen muss. Keineswegs. Korruption ist übrigens auch bei Entwicklungsländern kein relevanter Faktor, warum sie unterentwickelt sind. Das sind andere Gründe. Andere, viel fundamentalere Gründe. Dass diese Länder keine eigene Industrie aufbauen können. Dass der Wechselkurs zu stark ist. Dass da, also hat auch mit Korruption zu, und ja, nicht mal mit Korruption, sondern mit Druck durch Institutionen wie den EWF zu tun. Also dass da immer Korruption als Grund genannt wird, warum Wirtschaften sich nicht vernünftig entwickeln können, das halte ich für verfehlt, weil das keine vernünftige Analyse ist. Also das muss man, glaube ich, wirklich mal sagen. Ja, es mag sein, dass da ganz viele überflüssige Stellen existieren, aber die sind kein Grund für die wirtschaftliche Misere, die wir haben. Also wir könnten trotz dieser Korruption eine wachsende Wirtschaft haben. Wenn die Energiepreise sinken würden, wenn der Staat endlich eine vernünftige Finanzpolitik machen würde, die kann man trotz Korruption machen. Also guck dir China an. China hatte ein riesiges Wachstum über die letzten 3 Jahrzehnte. Teils zweistellige Wachstum über die letzten 4 Jahrzehnte sogar. Also extrem hohe Wachstumsraten. Das hatten, was heißt teils zweistellig? Also ich glaube, die Wachstumsraten waren fast durchgängig zweistellig. Das hatten Jan und ich in unserem Wirtschaftstalk zu dem Thema besprochen. Und es hatte immer ein Riesenproblem mit Korruption. Und trotzdem hat sich China so gut entwickelt. Guck dir irgendwelche Länder in Osteuropa an, die die staatlichen Institutionen da gut aufgebaut bekommen haben, wie beispielsweise Georgien oder so. Das wird ja immer gelobt, dass das Korruption so gut bekämpft hat. Und was ist passiert? Das Land ist wirtschaftlich extrem zurückgeblieben. Das hat sich nicht annähernd so gut entwickelt. Also weil eben gute Institutionen, weil eben der Kampf gegen Korruption an sich noch nicht dafür sorgen, dass die Wirtschaft wächst. Also die Korruption, die mag ein Problem sein, die mag ärgerlich sein und die sollte eine vernünftige Regierung bekämpfen. Aber die ist kein Grund dafür, dass die Wirtschaft nicht vernünftig läuft. Also da gibt es andere Gründe. Das muss man wirklich mal sagen. Auch wenn man das immer wieder hört, also das wird uns in den Medien auch immer wieder erzählt, ja, dieses Entwicklungsland hier, das entwickelt sich nicht so gut, weil es da total korrupte Strukturen gibt, weil Korruption, also wird nicht mal begründet, inwieweit diese korrupten Strukturen jetzt Wachstum verhindern, denn grundsätzlich kann auch ein korrupter Unternehmer oder ein korrupter Staat Wachstum produzieren und Industriestrukturen aufbauen. Es geht vielleicht ein bisschen Geld in korrupten Kanälen verloren, aber wenn die Wirtschaft so stark wächst, dass man das finanzieren kann, dann verhindert das keine wirtschaftliche Entwicklung. Also das muss man ganz klar sagen. Auch von wirtschaftlicher Entwicklung, also korrupte Unternehmen, die profitieren ja von wirtschaftlichem Wachstum genauso wie nicht korrupte Unternehmen. Also das ist keine systematische Erklärung. Das muss man mal ganz deutlich sagen an dieser Stelle. Das ist so ein Schwachsinn, der wird in den Medien immer genannt. Ja, Entwicklungsländer, die entwickeln sich nur nicht oder irgendwelche osteuropäischen Staaten oder Eurokrise, da war ja sogar Griechenland plötzlich ein total korruptes Land, hatte bis zur Eurokrise die höchsten Wachstumsraten in der gesamten Eurozone, aber plötzlich total korrupt geworden. Hat nichts mit der Sparpolitik zu tun, hat nichts damit zu tun, dass Deutschland Lohndumping betrieben hat, dass die Eurozone an sich ein Fehlkonstrukt ist. Nein, 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 das hat alles nur was mit Korruption zu tun. Also das sollte man schon ganz deutlich sagen, dass Korruption in fast keinem, wie gesagt, es mag Extremfälle geben, wo ein korrupter Diktator, beispielsweise Jemen oder Kongo, vor
also Kongo unter Mobutu, Jemen unter Saleh, die das Land so ausgeplündert haben, dass da schon die Korruption so viel Geld hat abfließen lassen, dass sich das Land schon nicht entwickeln konnte, mag es gegeben haben. Aber das ist keine allgemeine Erklärung für Unterentwicklung. Das ist auch keine allgemeine Erklärung für Wirtschaftsschwächen, erst recht nicht in Industrieländern. Also den Punkt habe ich jetzt vielleicht etwas lange ausgeführt, auch wenn der jetzt nur so nebenbei kam. Aber der Punkt ist wichtig. Das muss man verstehen, wenn man sich mit langfristigem Wirtschaftswachstum und allgemein mit Makroökonomie beschäftigt. Dass Korruption keine Erklärung für irgendwas ist im Normalfall. Wie gesagt, es mag Extremfälle geben, wo so viel Geld ins Ausland geschleust wird, dass das wirklich gesamtwirtschaftlichen Schaden anrichtet, großflächig. Aber das sind eher die Ausnahmefälle. Also selbst so ein Land wie Russland, wo es enorme Korruption gab die letzten 30 Jahre, also selbst das hätte sich mit einer vernünftigen makroökonomischen Politik super entwickeln können. Oder die Ukraine. Oder sucht euch irgendeinen beliebigen osteuropäischen Staat aus. Da gab es ja überall diese Probleme mit Korruption. Aber die Korruption, die ist da nicht das Problem, was Entwicklung verhindert hat. Das Problem ist eine falsche makroökonomische Politik, ein zu starker Wechselkurs, eine zu schnelle Liberalisierung der Finanzmärkte, zu schnelle Privatisierungen. Aber nicht Korruption. Also das könnt ihr euch gleich schon mal abschminken, dass das eine Erklärung für irgendwas wäre. Aufschrei nicht geben, der fällt aus. Nein, nicht den Medienaufschrei, aber ich hoffe, dass es einen Aufschrei gibt bei der Bevölkerung, die langsam sagt, nein. Ich möchte es nochmal korrigieren. Ich weiß natürlich, wer Watergate recherchiert hat. Ich wollte nur noch sagen, es ist nicht so viel bekannt. Auch Hirsch war da mitbeteiligt. Der war da nicht ganz unbeteiligt. Das wissen viele nicht. Der hatte auch sein Ding. Aber wie gesagt, das, was er, um zum Letzten zu kommen, was er gesagt hat, hier, wer Nord Stream gesprengt hat und dass er seine Quellen schützt, hieß ja, der Mann sei ja unseriös. Aber wenn ein Korrektivmitarbeiter beim ZDF sagt, er kann seine Quellen nicht nennen, dann ist das seriös. Das heißt, muss man die Person. Wir leben aber in einem Land. Und da wird das Tür klatschen dann da. Wir leben doch in einem Land, in dem der Kanzler als Mittäter unsere wichtigste Energieleitung sprengt und den größten Steuerraub der Geschichte zumindest deckt. Ja, und der oberste Richter aus der Kanzlei kommt, die das Prinzip erfunden hat, nachdem dieser Steuerraub stattfindet. Entschuldigung, wenn all das nicht zu dem besagten Aufschrei wirkt, dann verwette ich doch jetzt mal alles, was ich habe, darauf, dass das auch keinen Aufschrei geben wird. Tut mir leid. Gut, da müssen wir uns generell die Frage stellen, ob es überhaupt Sinn macht, an ein Publikum zu appellieren, was offensichtlich im Wachkoma ist. Aber nun eins ist nicht unser Publikum. Genau, erstens ist nicht unser Publikum. Zweitens glaube ich nicht, dass der eine Aufschrei kommen wird, sondern das funktioniert. Genau, ihr seid gemeint. Ihr, mein Publikum ist hier gemeint. Allenfalls darüber, dass die Leute sich einzeln im Stillen eben wirksam machen. Beispielsweise das GEZ-Bezahlen einstellen. Beispielsweise das Befolgen von Gesetzen einstellen, die antidemokratisch sind. Beispielsweise die Zahlung ans Finanzamt einstellen. Das werden die einzigen Möglichkeiten sein, oder wo man sich im Stillen im Angesicht einer Übermacht und mit der Ja, danke für das Abonnement. Nackmauts. Dem fehlenden Rückhalt eben der Obrigkeit irgendwie wirksam machen kann. Also der Aufschrei, da bin ich schon lange überzeugt, der fällt aus. Ja, der fiel schon während Corona aus, als die Kinder geimpft werden sollten. Der kommt nicht. Aber es könnte so viele Leute endgültig eben zu der Überzeugung bringen, da magst du dann vielleicht wieder recht haben, oder da schließe ich mir deine Hoffnung an, dass sie sagen, okay, das war's. Also offenkundig werde ich nur noch komplett verarscht und jetzt gehe ich dann, jetzt mache ich im Stillen mein Ding. Aber dass das wirklich auf der Straße stattfindet, nein. Also das. Ich hab mal eine andere Frage an euch, und zwar: Stellt euch mal folgende Situation vor. Wir haben ja offensichtlich alle unterschiedliche Putin-Interviews gesehen, weil einer hat gesagt, ja, da sind bereits Gebietsansprüche auf Litauen gefallen. Wo ich denke, was gucken die da? Ja, so. Aber der entscheidende Punkt ist doch der, angenommen, man würde morgen sagen, man würde einfach inszenieren, so wie Wreck the Dog, ja, die Russen. Ja, also um das Putin-Interview, um das mal aufzuklären, Putin wurde gefragt, wollen sie Polen oder das Baltikum angreifen? Putin hat gesagt, nee, nicht angreifen, greifen wir die nicht an. Und da wird jetzt irgendein Mainstream-Journalist jetzt reingeschwurbelt haben, Putin will die angreifen. Also das Gegenteil reininterpretiert haben, was Putin da gesagt hat. Das nehme ich jetzt mal ganz stark an. Die Russen haben die Grenze zu Litauen überfahren, da bringt man ein paar Bilder dazu, drei Panzer wenden auf der Stelle und so, sagt, das stellt sich heraus, das war gar nicht Litauen, das war eine Übung irgendwo im Hintergrund Russland vor 7 Jahren. Egal, kann ja mal passieren. Und man würde jetzt würde sagen, jetzt ab jetzt die Wehrpflicht generalmobil machen. Wie viele Leute in Deutschland würden brav sagen, okay,
Ja, gute Frage. Und leider auch sehr unlustig. Ich halte das gar nicht mal für ein fernliegendes Szenario, ganz ehrlich. Also damals wurde auf Polen zurückgeschossen und so oft, wie Roderich Siegheil Käsewetter schon angekündigt hat, dass der Russe angegriffen werden muss, ist das alles andere als unrealistisch. Ich tippe da immer noch auf diese Landbrücke zwischen Kaliningrad und Russland, die sie dann irgendwann, da behaupten sie dann, da sind Russen ganz gefährlich nah an die Grenze gefahren. Eventuell wollten die vielleicht auch schon rüber und das wäre ja nicht weit. Also da kann man sich irgendwas zimmern und ich fürchte, dann wird es sehr, sehr unlustig. Also tatsächlich sind ja wohl die Verweigerungszahlen raufgegangen in letzter Zeit bei der Bundeswehr. Meinen Antrag haben sie ja gerade abgelehnt und erlauben mir nicht, den Kriegsdienst zu verweigern. Also sie nehmen ja meine Jagdwaffen weg und wollen, dass ich mit vollautomatischen Waffen hinter deutschen Offizieren herrenne. Der Logik muss man erstmal folgen können. Ja, absolut, absolut. Aber ich glaube, jetzt kommt Paul Brandenburg schon zum Abschluss und ich würde sagen, Kälbern hat das hier gut argumentiert. Seine Schlagzeile war die. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.